Palim, palim, schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu 7 Days. Ich würde sagen, ich räume jetzt mal kurz den Kram weg, den ich noch einstecken habe. Den Rest lasse ich erstmal im Gyro drinne. Das ist ja jetzt nicht ganz so wichtig. Horde haben wir erst heute Abend. Die Zahl ist zumindest schon mal rot. Habe ich so Wasser einstecken, was ich trinken könnte? Ja. Aber wir müssen ja den Tochner rumbringen. Das kriegen wir aber hin, weil zu tun haben wir ja noch jede Menge. Da fehlt erstens schon wieder ein Eisengitter. Ich weiß nicht warum. Ich habe hier keinen Zombie gesehen, aber anscheinend war hier einer. Aber guck mal, erstens will ich ja noch extra Munikisten haben für die verschiedenen Munis, damit das da mal rauskommt. Renoviert werden muss ja noch so einiges. Und außerdem würde ich gerne mal irgendwann anfangen mit der Garage. So, aber eins nach dem anderen. Erstmal das Ölschiefer, das kommt hier mit drin. Lehm kommt da mit drin. Erstmal das Inventar leer machen. Das hat oberste Priorität. Muni, das kommt nach hinten. Die Waffenteile und das kommt erstmal hier drin. So, da ist noch Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. So, das kommt gleich in die Verkaufskiste. Das ebenfalls. Eisenkorner hinten. Das meiste ist verkauft. Ne? Bis auf die eine Mod hier. So. Und die Post hier, glaube ich, auch nicht mehr rein. Ne? Ich sage ja, ich brauche unbedingt eine extra Munikiste. Bringe ich das Ganze erstmal nach hinten. So, erstmal hier die 9mm. Die kommt da mit rein. Und das müssen wir gleich noch ganz schnell machen. Darf ich nicht vergessen. Und die ist mich auch schon wieder voll hier. Es muss unbedingt die letzten drei Waffen da aufgefüllt werden. So. Ja. Sag ja, die ist auch schon wieder voll. So, nochmal, das kommt in die Küche, das kommt da hin. Ja gut, das meiste ist verkauft. Bis auf ein paar Kleinigkeiten. So, da kommt den Eimer. Wo war das jetzt? Das rein. Die Dose kommt da rein. Hatte ich noch Essen drin? Nein. Dann kommt hier das da rein. Ja, wohin mit den Mollys? Endlich benutze ich die Mollys überhaupt nicht, weil ich mag die Dinger nicht. Die verursachen mehr Schaden, als einem lieb ist, ehrlich gesagt. So, rein ins Bücherregal hier mit. So. Dann hatte ich hier noch ein paar Kleinigkeiten, ne? Wie die Parts da. Hier noch. Irgendwas hatte ich hier auch noch. Ja genau, das Geschmied. Die und das geschmiedete Eisen. Ja, so hier rein. Da fällt mir ein. Ich nehme mal ein bisschen Stoll mit. Das bringe ich gleich noch rüber zur Hordenbase. Reparier mal kurz die Sachen hier. Zack, zack, zack. Das kann nämlich schon mal alles in den Verkauf. So, die noch. Jo. Dann kann das schon mal in die Verkaufskiste. Wieso brutzelst du hier? Oha, 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 oha. Verdammt. So kann man natürlich auch Eisen verschwenden. Verdammt. Das Ding ist vollgelaufen. Ah ja, gut. Ich glaube, es waren aber auch nur noch die 133 da. Viel mehr waren, glaube ich, nicht drin. Naja, aber das nehme ich auch mit rüber. Genau, den Style nehme ich rüber. Und ich nehme noch ein bisschen Money mit. Der müsste ja inzwischen mal ein bisschen was hergestellt haben. Ja, gut, der hat noch nicht fertig. Aber das reicht definitiv für die Waffen hier. Mal das mal mit. So. Nur schnell in den Stall rüberbringen. Die drei Waffen da noch auffüllen. Dann ist die Base so einsatzbereit. Mehr muss ich da gar nicht machen. Und dann haben wir hier noch so ein bisschen was zu tun. Das geht noch rein. Das, dies. Das auf jeden Fall. Die können wir auch mitverkaufen. Die können wir verkaufen. So, das ist zumindest schon mal ein bisschen. Einmal kurz darüber. Wo ist denn mein Motorrad? Das ist eine gute Frage. Habe ich das bei der Hordenbär stehen gelassen? Wahrscheinlich, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Muss ja. So. Na, dieser komische Berg hier vorne muss aber auch noch weg. Ja, zu tun ist ja eigentlich noch einiges. Ich hoffe, dass ich mein Motorrad da stehen gelassen habe, sonst weiß ich nicht, wo mein Motorrad ist. Also ich meine, jetzt zeige ich mir das da nicht an. Muss hier vorne irgendwo sein. Ah, werde ich gleich schon finden. Eins nach dem anderen. Aber wie gesagt, die Betonblöcke, die wir da angefangen haben, rundherum, wo die Spikes drauf sollen. Ja, aber das mache ich nach der Horde weiter. Weil ich glaube, hier wird so ein Berg entstehen hier vorne. Und ich weiß nicht, ob die Zombies da auf die Idee kommen zu buddeln. Deswegen, die hatte ich hier schon verstärkt. Ne? Warte mal, dann konne ich auch mal ganz kurz. Damit das schon mal trocknet. Das zu Stein machen. Das darf ich natürlich auch nicht vergessen. So.
Ja, und den Rest war cool. Hier ist es nicht so hoch. Hier wird definitiv ein Berg entstehen. Oh, eins nach dem anderen. Das hat vorher auch ohne das funktioniert, denn ist das jetzt auch nicht so wichtig. Na gut, Beton jetzt nicht eins denken, aber das müsste ich ja nicht unbedingt mal verstärken. Wieso ist das eigentlich noch nicht trocken? Ich moch mal kurz hier die Waffen. So viel Zeit muss sein. Yep. Zack, 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 zack. Ich meine, hier vorne sollen zwar keine Spikes hin, aber Beton möchte ich hier trotzdem gerne haben. Der hat noch genug Benzin, oder? Ja. Jetzt, wohl, die waren ja auch leer hier, warte mal. Ich muss hier erstmal auspacken. So, den Door nochmal. Aber wir überreichen die Dicke für die Waffen. Dann kann er den Rest dann in Ruhe herstellen. Sehr schön. Da drin, da drin, da drin. Einmal sperren, damit die hier auch wieder voll dabei sind. Genau wie die. Zack, zack, zack. Sehr schön. Und hier auch nochmal. Sogar 300 zu viel. Passt doch. Jo. Perfekto. Die da oben hatte ich schon alle aufgefüllt. Das weiß ich. Dann hole ich jetzt noch einmal kurz Beton. Ich hoffe, dass die Seiten rechtzeitig... Da hatte gerade da fehlen die Stangen. Rechtzeitig fertig werden. Für die hohe Nacht. Auf jeden Fall. Oh, hier ist ja auch noch Muni drin, Alter. Ich habe so viel Muni. Ja, die nehme ich jetzt noch mit nach Hause. So, den Beton brauche ich ja mal gucken. Hier sind auch noch Dart-Dinger drin. Gleich mal gucken, ob ich die noch auffüllen muss. Aber jetzt erstmal die Seite. So, zumindest das, was schon mal trocken ist, kann man feststecken. Ich meine, selbst wenn sie da unten Blöcke rauskloppen, wäre das jetzt nicht so tragisch, aber muss ja nicht sein, ne? Ich hätte das ja zumindest die Seiten schon gerne... Naja, ob ich das Ganze jetzt noch zu Stall kriege, das ist immer die Frage, wann es trocknet. Weil hier unten ist ja massiv, also da kommen sie ja nicht zu mir hin, wenn sie sich hier durchkloppen sollen. Ich nur natürlich nur hoffe, dass hier kein Zombie hier reinplumpst und sich da meint, hier rausgraben zu müssen. Vielleicht sollte ich lieber hier mal so eine Schräge hochmachen, dass sie hier hochlaufen können. So. So. Naja, hier können sie ja raushüpfen. Dann kommen sie zumindest raus. Hier kommen ja später noch ordentliche Platten hin. Eins nach dem anderen. So, dann trockne bitte mal. Das hier unten soll Beton bleiben, klar. Aber nicht alles. So, jetzt mal kurz die Dinger überprüfen. Ah, guck, dachte ich mir. Ich mach's von der anderen Seite, warte mal. Die müssen natürlich noch voll. Da führt kein Weg dran vorbei. Und davon ein paar mit. Zack, zack, zack. Zum Glück habe ich jetzt erstmal genug. So, der Stahl bleibt auf jeden Fall hier. Der Beton bleibt hier. Einmal da durch, wenn's geht. So, die hatte ich hier doch schon repariert, ne? Hm? Oder war das da jetzt die Platte da vorne? Muss ja. Ah, sind die hier. Gut, die sind heile hier. Meine ich doch, die hatte ich repariert. Gut, oh Gott, der ist sogar noch fast voll. Freischalten. Rinn damit. Sehr schön. Hier nochmal, da sind ein paar mehr weg, aber jetzt auch nicht so viele. Zack, zack, voll. Passt doch, sind die auch wieder einsatzbereit. Und wir können notfalls nochmal wieder auffüllen. Ja. Dann können wir beide Dinger nochmal komplett wieder auffüllen. Du fliegst raus. Dann ist die Base jetzt definitiv einsatzbereit. Schottendicht. Dann passt das hier wieder. Und den Rest hier rundherum und so, das machen wir dann nach der Horde. Das muss jetzt erstmal so gehen. Wenn wir gucken, wo mein Motorrad steht. Und ganz ehrlich, das muss da erstmal sein. Und zwar die Garage, die ich bauen möchte. Das soll eine etwas größere werden, wo quasi Auto, Motorrad und Fahrrad reinpasst. Das ist eine etwas breitere Garage. Garage, meine ich. Und, ja, natürlich. Dafür will ich das Haus da umbauen. Und zwar komplett. Also alles soll quasi aus Stein später angemalt werden. Und hier neben soll die Landebahn für den Gyro. Das passt. Das heißt, hier im Haus muss einiges weggerissen werden, da muss einiges umgebaut werden. Und nach, hier vorne soll dann quasi das Garagentor rein, mit einer Auffahrt hoch, wenn das denn so funktioniert. Ich hoffe nur, dass denn hier die Zombies hier drinnen, auch wenn das Haus weg ist, nicht ständig nachspawnen.
Das wäre schon doof, aber das werden wir sehen. Bringe jetzt erstmal den restlichen Chrom weg, den ich hier einstecken habe. Der kommt nach unten. So, ist ja nicht viel. Das ist ja nur wirklich nicht viel. Aber mein Motorrad, das hier ist das Fahrrad. Das ist das Moped. Wo ist denn das Motorrad geblieben? Ach, da! Oh Mann, das habe ich nicht gesehen neben dem Auto. Naja, gut. Kommt ja ab und zu gelegentlich mal vor, dass ich was übersehe. Ist ja zum Glück sehr selten. Hier kommt auf jeden Fall die 9mm rein. Haben wir mal ein bisschen gesucht. Da. Ja, das ist ja eh meins. Der gehört dahin. Da gehört der hin. Eisenleben kommt noch da hinten rein. So, dann passt das. Sehr schön. Der muss ich jetzt mal gut gehen. Eisen. Ja, gut, ich müsste sowieso mal Eisenfarm gehen. Aber nicht jetzt, nicht jetzt. Da haben wir alles Zeug. Jetzt haben wir demnächst erstmal die Horde. Jetzt erstmal mal gucken, wie ich das Haus am besten umbaue. Da muss ich sowieso Stück für Stück machen, damit es eine anständige Garage wird. Oder Garage. Ne, heißt es Garage oder Garage? Ich glaube, es heißt Garage, ne? Also gut gesagt, der Balkon hier vorne müsste erstmal weg. Müsste die Wand hier komplett ein weiter vorziehen, auf diese Höhe hier. Ich habe nur Angst, wenn ich hier den Balkon wegreiße. Ne, eigentlich müsste das Haus nicht runterkommen, ne? Da muss ich mal gucken. Der müsste hier echt weg. Der hier unten ist ja stacked, der da oben drüber nicht. Also manchmal sind die doch schon sehr merkwürdig hier. So. Der wieder nett. Die Treppe sieht aus wie Beton, aber das heißt ja nicht, dass es auch Beton ist. Ja, komm, manchmal ist es verstärkt, manchmal nicht. Das ist hier schon in der Tat. So, der Sulz. Okay. Hau erstmal das weg. Das ist Beton. Alles klar. Ich glaube, ich hol gleich Mr. Burra. Das wäre wo besser, du. Man, vieles ist ja aus Holz, aber ich will ja auch nicht die ganze Bude jetzt einreißen, sonst würde ich da einfach Dynamitstange reinwerfen und fertig. Sondern ich will sie umbauen. Das heißt, es darf nicht alles weg. Nur ein Teil. Burra, 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 burra. Den haben wir hier. Oh, ein bisschen Benzin mit. Wieso liegt hier Benzin drin? Nehme ich das gleich mit. Das gehört hier nicht rein. Definitiv nicht. Didim, didim, didim. So, weg hier mit. Geht doch schon ein bisschen schneller. Da nochmal. Ach, das Geländer gehört zur Treppe, wa? Sieht Forst danach aus. Ich würde es nicht wundern, wenn da drinnen wieder Zombies sind und die gleich alle rausgestürmt kommen. Alles klar, das Geländer hält am Haus. Ist recht, ist recht. Oh, der Boden, der ist nur aus normalen, einfachen Holz. Sehe ich gerade. So, aber das kriegen wir hin. Ich meine, das wird jetzt natürlich eine Aufgabe, da müssen wir immer mal wieder zwischendurch was mit. So schnell ist das jetzt nicht gemacht. Aber irgendwann haben wir das fertig. So, auf jeden Fall muss das hier oben auch weg. Frage ist, wie mache ich das am besten, ne? Kriege ich das hier so abgekloppt? Wahrscheinlich, ne? Ja, ist nur einfaches Holz. Hätte ich vielleicht erst machen sollen, ne? Ich habe Angst, das fällt mir auf den Kopf. Na, nun geh doch mal ab da. So, das Stück da muss aber auch weg. Komme ich so natürlich nicht an, ne? Weil das hier vorne muss eigentlich komplett weg. Ah, komm. Einmal Frames. Auf, dass es mir auf den Kopf plumpst. So. Sehr schön. Au, au, au. Gut. Das muss hier natürlich auch weg. Da kriegen wir ja keine anständige Auffahrt hin. So. Zumindest gibt das nebenbei noch mal ein bisschen Holz. Auch wenn es jetzt nicht viel ist, aber ein bisschen gibt es da schon. So.
Sehr schön, ja gut. Das wird natürlich noch ordentlich. Aber wie gesagt, die ganze Wand soll ein weiter vorgezogen werden. Das heißt, er muss auch weg. Dieses Stongel hier muss weg. Ja gut, das Eisen. Sehr schön. Dann muss natürlich die Löcher gestopft werden, klar. Und jetzt erstmal, ich baue das Ganze erstmal aus Holz. Das kann man ja nachher aufwerten. Ist das Eisen oder Holz? Holz. Und die Wand dahinter muss dann natürlich hinterher weg. Das Holz hier muss jetzt erstmal so komplett vorgezogen werden. So. Warte mal, ich muss noch ein paar Frames bauen, sonst wird das hier natürlich nichts. Frames, Frames. Ich brauche mal 100 Stück. Ich glaube, wir werden hier noch ein paar mehr brauchen. So, da, da, da. Und hinterher wird es natürlich angemalt, das ist klar. Muss es aber, glaube ich, gleich erstmal verstärken. Die Tür lasse ich erstmal frei. Sonst komme ich da ja nicht mehr rein. Dann setze ich auch gleich rein. So, jetzt verstärke ich das Ganze einmal kurz. Zumindest erstmal einfach. Den Rest kann man später machen. Einfach nur aus dem Grund, die Innenwand muss raus und ich glaube, ich das stützt mir sonst ein. Und das soll ja nur auf keinen Fall passieren. So. Das Haus einmal verstärken muss ich es auf jeden Fall. So. Sehr schön. Denn muss hier drinnen die Wand definitiv raus. Frage ist jetzt natürlich nur, wie weit, ne? Ich glaube, bis zur Decke muss das schon umgebaut werden. Ich weiß auch gar nicht, ob hier Zombies sind, also kann ja mal googeln. Weil in dem Haus hier waren wir ja schon mal drin. Also aufgefüllt hat sich das. Auch wenn nur Müll drin ist. Aber das kann auch sein, dass es so dicht neben uns ist, dass die Zombies hier nicht mehr spawnen. Das kannst du selbstverständlich haben. Das ist sowieso schon ziemlich demoliert. Hier sind, glaube ich, schon ein paar Mal die Zombies durchgelatscht, die wir bei uns zu Hause haben. Weil normalerweise sind hier doch Zombies. Also hier unten ist nicht einer. Ich kann ja mal oben gucken. Nö, hier ist nicht ein Zombie wieder gespawnt. Okay, dann ist es für dich bei uns dran, am Gebietsschutzblock. Das spawnt hier nichts Neues. Mö. Hier vielleicht der letzte Penne-Eintopf drin? Mö. Nur Crucible-Rezept. Da haben wir schon, dann haben wir schon. Aber hier muss doch so einiges weg. Also, von der Höhe her muss das auch ein bisschen höher. Definitiv. Aber erstmal die Wand hier weg. Muss es halt Stück für Stück machen, sonst stützt mir das Haus ein. Und das darf auf keinen Fall passieren. So. Das Fenster hier muss natürlich weg. Dann kann nämlich gleich der letzte Block rein. So. Das ist schon die Außenwand? Das ist schon die Außenwand, okay. Der muss der stehen bleiben. Du sollst nicht auf die Blume hauen, mein Freund. So, der Tisch muss hier natürlich weg. Das muss ich wirklich Stück für Stück machen. Das hier muss natürlich repariert werden. Das Fenster muss ausgetauscht werden. So. Wie esse ich mal ein kurzes Stückchen? Wie gesagt, das ist eine Aufgabe, die hier etwas länger dauert. Stück für Stück. Ich esse mal einen zweiten. So, dann würde hier quasi näher mittig das Garagentor reinkommen. Denn, mal kurz, warte mal, hier, ich baue hier den jetzt erstmal rein. So, das lasse ich erstmal offen. Dann repariere ich erstmal das hier, was kaputt ist. Dann muss ich nachher mal gucken, wie groß das Garagentor überhaupt ist. Das weiß ich gar nicht mehr. Dafür brauche ich Beton, ne? Na gut, das Ganze soll ja später sowieso aus Stein. Zumindest die hier, die kann ich schon mal reparieren. Was? Ne, das ist ja im Moment, da soll ja ganz rein. Da oben auch schräge? Ne, das ist ein ganzer. Und der da? Das ist ein schräger. Okay. Das? Auch? Alles schräge hier. Die Wand hier soll natürlich schon komplett.
So, dort, das ist zumindest ein ganzer. Und der da, glaube ich, auch. Yep. Hier fehlt noch ein Block. Den setzen wir die da erstmal rein. So, so. So, was ist denn das da oben? Ah, den habe ich eben nicht gesehen. Warte mal. Auch nur normales Holz, okay. Gut, dann kann ich da jedenfalls definitiv Blöcke untersetzen. Hier nochmal. Damit ich überhaupt erstmal das Grundgerüst stehen habe, bevor das dann alles später verstärkt, angemalt und so weiter wird. Da kann einer rein, da kann einer rein. So, die kann ich jetzt erstmal verstärken. Zack. Mann, ich werde hier wahrscheinlich später auch Fenster reinbauen, aber die mache ich dann nachträglich. Weil ich erstmal gucken muss, wie das im Garagentor aussieht. Das soll natürlich mittig rein. So, die erstmal heile machen. Sehr schön. Das Loch da kann noch zu. Und der Rest wird dann hier Stück für Stück gemacht. Ich mache halt erstmal die Vorderfront. Da oben, also ich meine, ich möchte die Größe schon gerne behalten. Ganz ehrlich sagen. Aber ob das im Garagentor so hinhaut, das ist noch eine andere Frage. Drin muss natürlich auch noch Wände und so raus. Und da habe ich halt Angst, dass es einstürzt. Da werden wahrscheinlich Säulen zwischen müssen. Daher ist das schon eine etwas längere Geschichte. Ich gucke erstmal, wie groß das Garagentor ist. Das muss jetzt erstmal rein, bevor ich weiterkomme. Dimm. Und so langsam aber sicher näht sich das so Richtung Horde. So. Ich glaube, das sind immer ganze Blöcke hier, ne? Na, nicht ganz. Eins, zwei, drei Blöcke groß? Okay. 1, 2, 3, hoch. Und hier 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das ist also 3x5 groß. 3x5. Da muss ich ja mal kurz abstecken. Das soll ja mittig. Wäre hier, warte mal, hier wäre eine 3, ne? 1, 2, 3. Kommt das überhaupt hin? Ich hier dann auch nochmal. 1, 2, 3. Das wäre zu groß, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, das kriege ich nicht symmetrisch rein. Gut. Dann werde ich es so machen. Das wäre denn... Hier mache ich dann 3 und da 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wir werden hier... Warte mal. Das haut doch hin, wenn ich hier das Block hinsetze und dafür den da wegnehme, dann habe ich hier 4, also das Tor meine ich. 1, 2, 3, 4 müsste ich doch da jetzt auch haben. 1, 2, 3, 4. Ja, so sitzt es doch symmetrisch. Sehr schön. Und das war 3 hoch, ne? Also hier soll das erste Tor hin. 1, 2, 3, genau. Und jetzt einfach nur 5 lang. Sobald das Tor denn drin ist, kann ich hier auch die Tür zubauen. Ja. So. Vielleicht ein bisschen umständlich, aber damit ich nicht durcheinander komme, dann können die hier nämlich jetzt schon mal zu. Die Tür weg. Sehr schön. Dann baue ich gleich noch ein Tor. Das soll hier definitiv rein. Die kann ich auch schon mal zubauen. So. Die kommen natürlich weg. Dann haben wir hier nämlich schon mal das Loch fürs Garagentor. Die können jetzt auch weg. Ja, da kommt definitiv. Wir haben da zwar eine Garage, weiß ich, aber da möchte ich halt das Lager draus machen. Wir kriegen Zombie-Besuch. Wie halt ein Extra. Und hier nehmen halt die schöne Landebahn. Hallo Jungs. Mensch. Gut, dass ich euch gesehen habe. Hängt ihr da fest? Oh, das tut mir aber leid. Die hat aber auch eine Reichweite, du. Ja, habt ihr Probleme? Oh, das tut mir aber leid. Ja. Guck mal, es gibt sogar EP. Ich helfe dir mal. Muss die Waffe nicht so viel ballern. Du auch nochmal. Das ganze Robert-Koch-Institut kommt hier um die Ecke gescheißert. So. Du auch nochmal. Spinny. Bitte. Du auch nochmal. So. Wohnen dort alle Herrschaften? Jo, scheint so. Gut, dann baue ich jetzt erstmal das Garagentor. Will halt gerne eine extra Garage haben für die Fahrzeuge.
Vielleicht nehme ich das hier später auch raus und baue ich eine normale Wand rein. Obwohl, könnt ihr alle drin lassen. Wenn die Schmieden später unten sind, dann ist das hier ein komplettes Lager. So, jetzt muss ich aber trotzdem mal kurz gucken. Was brauche ich denn überhaupt fürs Garagentor? Garagen. Fünfmal steht da ja sogar. Die Schmiede ist Eisen 90, 12 Schraubenfedern, 15 mechanische Teile, gut. Das kriegen wir her hin, ne? 15 mechanische Teile, gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, so. Und das waren 12 Schraubenfedern oder so, ne? Ja, die haben wir hier. Dip, 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 dip. So, und ich glaube 90 geschmiedete Eisen. Yep. Mensch, ich konnte mir was merken. Kommt selten vor. Warte mal. Zu ist einfacher. So, kommt das auch wieder drin. Sehr schön. Dann kann er hier nämlich schon mal das Garagentor bauen. Ich glaube, das braucht eh 20 Minuten oder so. Ah, 11 Minuten. Sehr schön. Dann kommt das dann nämlich nachher rein. So, ich hoffe, die Waffe hat sich jetzt hier nicht leer geschossen. Die hat ja auch einiges rausgeballert. Ah, noch genug. Hat noch genug. Sehr schön. Dann muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Natürlich wird das hier noch zu Beton gemacht. Das ist gar nicht das Problem. Hier soll denn die Auffahrt vor. Hier muss natürlich so einiges raus, ne? Das ist so klar. Und ich brauche hier ja auch Platz. Die Frage ist nur, ob sich das so hält. So, der Boden muss noch verstärkt werden. Hier müsste natürlich, guckt erstmal an, hier so eine halbe Wand drin. Eine anständige Wand rein. Da führt ja kein Weg dran vorbei. Das ist halt eine gute Frage, wie stabil das Ganze näher ist. Ah, warte mal, ich muss einmal kurz. Warte mal, das ist jetzt so. Kann ich beides nutzen? So, zack, zack, zack. Zack. Das da oben muss dann natürlich auch komplett, also eckige Blöcke, nicht diese komischen schrägen. So. Ist das ein Schrank? Nee. Sah nur so aus. Gut. Gut, gut, gut. Gut, der Boden und das muss natürlich alles versteckt werden. Ich hoffe, das geht. Ah, sieht so aus. Gut, dann setze ich hier mal kurz die zwei Löcher. Zumindest ist das hier immer noch zombiefrei. Das ist doch schon mal was. Eigentlich müsste die Küche raus und eigentlich müsste auch hier die einzelnen Wände raus. Das Problem ist bloß, und davor habe ich so ein bisschen Angst, halt, dass es einstürzt, wenn ich alles raushaue. Das heißt, wenn hier das Garagentor ist, müsste ich hier eigentlich an den Seiten so eine Art Säulen bauen, dass es ein bisschen hält. Also haben wir Holzsäulen, dann müsste ich mal kurz gucken. Säulen, ja, Holzsäule 100, die kann man ja auch feststellen. Dass ich quasi so zwischen den Säulen durchfahre, das müsste da gehen, ne? So alle zwei Blöcke eine Säule quasi so an die Decke ranziehe, damit das Ganze gehalten wird. Die Küche kommt hier komplett weg. Ich glaube, werde ich auch erstmal rausruppen. Hier noch irgendwas Brauchbares drin, ja, zum Beispiel ein bisschen Eisen. So, weg. Ach du Heilige. Tausend alle. Naja. Der muss weg. So, hier noch etwas drin. Ah, gut. Der kommt weg. Hier noch etwas drin. Ah. Die Schrank ist sowieso leer. Ah, das kommt hier alles weg. Alles wird hier radikal weggerupft. So. Den nehme ich jetzt aber trotzdem einmal ganz kurz. Den da. Dann kriege ich zumindest noch ein paar Teile raus. So, und den nochmal. Sehr schön. Und den Kühlschrank natürlich. So. Kommt der weg. Der weg. Sehr schön. Das gleiche müsste eigentlich auch nochmal hier. Hier noch irgendwas drin. Ah. Ist jetzt nicht so das Brüllerzeugs, aber ich will jetzt auch kein Loot verschwenden, deswegen gucke ich da einmal rein. Gut. Dann kommt das hier nämlich alles gut.
Der kann aber noch weg, ne? Ja. Dafür brauche ich kurz das. Gibt es zumindest noch ein bisschen Messing und Blei auf uns. Das meine ich nämlich. Ihr schreibt ja immer wieder, ich soll Waschbecken auseinandernehmen. Oh, da kamen jetzt gerade mal 3-4 Messing raus, 3-4 Blei. Es lohnt sich einfach nicht. Weil wieso ist das hier so demoliert? Die müssen natürlich weg. Gut, darf gar nicht die Spielzacke nehmen. Sehr schön, die müssen hier aber einmal repariert werden. So, der ist auch demoliert. So, hier muss natürlich noch... Obwohl, hier könnte man ein Fenster lassen. Wo eins nach dem anderen. Jetzt erstmal die Säulen. Auch wenn vielleicht alle zwei eine Säule übertrieben wäre. Ich gehe da lieber auf Nummer sicher. So, dann müsste hier wieder eine Säule hin. Zack, zack. Damit ich die Wand da rausrubbeln kann. Hm? Hier ist schon so ein blödes Ding zwischen. Hm? So. Dann müsste es doch jetzt eigentlich gut gehen, wenn ich die Wand rauskloppe, oder? Die Treppe, da muss man was einfallen lassen. Die muss später wahrscheinlich woanders hin. Das kann ich oben drüber vielleicht noch irgendwas lagern oder so. Mal gucken. Solange das jetzt erstmal nicht mal einstürzt. Die muss hier auf jeden Fall weg. Die kann hier ja nicht bleiben, die Treppe. Das geht nicht. Steht hier dezent im Weg. Das geht überhaupt nicht. Auf jeden Fall gibt es hier eine Menge Holz. Oh, da ist auch noch Loot. Ah ja, gut. Gut. Auf jeden Fall. Ah, ich glaube, die Säulen stützen das doch schon ganz gut. Und das hier nochmal weg, das Stück. So, wenn das aber alles fertig ist, sind hier auch keine Löcher mehr in der Bude. So, jetzt hoffe ich nur wirklich, dass es hält. Nicht, dass mir die ganze Bude runterkommt. Wäre schon doof. So, wenn ich jetzt die Treppe wegreiße, komme ich natürlich nicht mehr hoch, ne? Aber, wie gesagt, da kann man jetzt wieder noch was anderes hinbauen. Eins nach dem anderen. Ich rupfe hier erstmal die Treppe weg. So, der weg. Der weg. Säulen müssen natürlich auch auf die andere Seite. So. Ach, das war so ein kleiner Schrank hier. Alles klar, du kommst weg. Der müsste weg, definitiv. Das wird hier jetzt eine anständige Garage, aber allerdings müsste hier auch, das habe ich hier genau in die Höhe gemacht, hier dann aber gleich, damit es symmetrisch wird. Hier so hin, ne? Hier. Da müsste ich ja auch noch umbauen. So, dann wieder alle zwei, der wäre dann hier vor. Gut, dann muss erstmal der Raum da weg. Aber dann geht das nachher. Ich hoffe, dass die Säulen das halten. Du gibst zumindest noch mal ein bisschen Messing aus den Türen. So. Hier muss definitiv weg. Oh, warte mal. Alles klar. Der Medizinschrank hält anscheinend am Klo. Hätte jetzt gedacht, der hängt an der Wand, aber gut. Geht das hier weiter raus? Ja, das kann so natürlich nicht bleiben. Da muss ich mal gucken. Das hat hier jetzt einen Abstand von 2 Blöcken. Da aber auch, ne? Das geht hier ein Stück weiter raus. Das kann so nicht bleiben. Das sieht nicht aus. Stück für Stück. Wie sieht denn das von draußen aus? Hm? Tatsächlich. Ja. Doch, das hier, das ist das Klo, ne? Geht hier echt ein Tickchen weiter raus. Hier, der muss ich es so lassen. Ja, ich weiß es gerade nicht. Kann auch sein, dass es nur eine halbe Wand ist. Ich muss mal gucken. Es ist nur eine halbe Wand. Alles klar, die muss definitiv ersetzt werden. Den müsste ich einmal auseinandernehmen. Na, damit. Oh, das waren jetzt ganze 3 Messing und ein Blei. Die Waschbecken lohnt sich nicht. Absolut nicht. Und da, naja, da kommt zumindest ein bisschen Eisen raus, aber lohnt sich die Toiletten auch nicht wirklich.
Gut, das hier muss definitiv weg. Da muss eine ganze Wand rein. Dessen sah es so komisch aus. So. Ich nur alles lächerliches, schäbiges Holz hier. So, das Eisen nehme ich gerne mit. Wunderbar, wunderbar. Hier kommen denn nochmal. Habe ich noch welche? Frames? Was sind die da? Frames ruin? Hm? Zack, zack, zack. Bauen wir uns eine anständige, schöne Großraumgarage draus. Eigentlich könnte man hier auch ein Fenster reinbauen, ne? Warte mal. Hier ist eins. Hier wäre die eine Fensterseite. Dem. Gut, die Wand hier kommt ja eh weg. So, da wäre hier Fenster. Die Wand kommt ja später weg. Passt das. Genau. Dann das ja einmal kurz verstecken. So. Sehr schön. Dann könnte man hier nämlich schon wieder Säulen hinbauen. Zumindest eine. Das Ganze müsste bloß halt später unbedingt angestrichen werden, damit es auch ordentlich aussieht. Doch gleich, ne? Ja. Ist nett? Warum nett? Hängt da was im Weg? Ich glaube, hier oben, das muss er ja eh weg. Die Gelände da, ne? Kann das sein? Ja. Sehr schön. Das müsste dann quasi hier nachher weitergehen. Die Wand kommt hier noch raus. Die nächste Säule würde dann quasi hier hinkommen. Hier hängt auch wieder diese Gelande im Weg. Nein. So. Ja gut, da muss ein Stück Decke raus. Also so ist es nicht. Das Stück hier ist zu viel des Guten. So, ja, dann passt das. Aber dann kann das Stück Wand hier auch mit raus. Damit zumindest schon mal ein bisschen Platz geschaffen. So. Du gehst natürlich auch flöten. Ja. Das passt, das passt. Hier, das Stück Wand hier kommt ja weg. Und dann müsste hier eigentlich genauso viel Platz sein, wie ist da noch was drin? Oh, guck mal, ein bisschen Eisen. So, weg. So, und hier ist wieder so eine dämliche halbe Wand, ne? Also noch ein paar leere Gläser. So. Gut, das hier wäre ein ganzer. Der da müsste raus. Und definitiv noch mal ein paar Frames rein. Fuck. Wir müssen hier quasi so lang. Jo. Wenn die dann verstärkst, dann passt das hier auch mit dem Fenster. Sehr schön. Das Ganze geht dann hier weiter. Soll ja auf beiden Seiten gleich. Dann bauen wir jetzt erstmal den Hauptraum. Die Treppe, muss ich mal gucken, die ging hier ja hoch. Welche wahrscheinlich ist das Beta. Hier soll den Seiten irgendwo eine Leiter hochbauen oder so. Für den oberen Laderaum. Das Sofa muss natürlich weg. Und der Tisch und so natürlich auch. So. Dann bauen wir uns eine richtig schöne, anständige Garage draus. So, das Tor sollte inzwischen auch mal fertig sein, denke ich. Jo. Die Löcher müssen natürlich noch gestoppt werden. Da ist noch eins. Da ist noch eins. Aber die anderen hatte ich alle gestopft, oder? Zombies scheinen hier ja nicht mehr neu zu spawnen. Aber wie gesagt, ich vermute mal das Licht da dran. Das schlicht und einfach es zu dicht an unserem Gebietsschutzblock ist. Das hatte ich nämlich schon mal. Alles klar. Dann kommt jetzt noch das Garagentor rein. Dann kommt das doch so langsam. Zumindest ist es schon mal der Anfang. Da gibt es halt noch viel zu tun. Das sieht natürlich jetzt hier von außen Mist aus. Am liebsten hätte ich das Fenster hier gehabt. Dann muss ich es aber auch da hinten umbauen, sonst sieht das nicht gut aus. Das Fenster, die Höhe ist ja schon richtig. Aber hier reinbauen. Sieht das denn von drinnen aus? Warte mal. Und hier jetzt Zubau. Zack. Zack, zack, zack. Kurz Moment. Do einmal, da einmal, einmal zu. Aber so, so gut sieht es hier auch nicht aus. Ehrlich gesagt. Ey, warte mal. Das Fenster müsste hier rein. Und hier wieder zu.
Also passt das schon etwas besser. Man, das hier unten wird ja eh noch ordentlich gemacht. Ja, so passt das schon ein bisschen besser. Aber dann müsste es auf der anderen Seite auch dahin, sonst sieht es nicht aus. Ne? Oder das Fenster wäre nämlich jetzt hier. Da ist es da, aber. Ah, gut, die Garage ist ja nicht immer gleich, ne? Mal gucken, der soll hier ja auch noch weg, der Kamin. Dann kann man da später vielleicht nochmal was Anständiges reinbauen. Hier ist erstmal das Garagentor. Dann hätten wir zumindest den Anfang gemacht. Da werde ich auch jede Menge Steine noch für brauchen. Da muss ich mal gucken, ob überhaupt noch welche über waren von dem Cobblestone. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, da hatten wir so ziemlich alles verbraucht. Oh, nö, wir haben noch ein paar. Aber das Garagentor, ist es fertig? Ja. Dann baue ich das hier jetzt erstmal alles rein. So. Es müsste auch gleich das Gewitter losgehen. Und hier unten für bräuchte ich Beton, ne? Ja. Das soll sowieso später alles aus Beton. Die sollen uns hier die Bude hier nicht einreißen. Andersrum? Hier oben ist es denn jetzt richtig? Ist sie Gold, ne? Frage ist jetzt, in welche Richtung geht das auf? Und ich kann das ja nicht wieder wegnehmen. Das ist die berechtigte Frage. Hat das eine leichte Schräge drin? Wenn ja, müsste es. Nö. Weiß es nicht. Nein, das ist natürlich genau falsch rum. Na super. Kann ich schließen, Code eingeben? Ne, ich kann es nicht wieder abbauen. Woran erkennt man denn bei dem Tor, wie das richtig rum ist? Das ist doch eine Mist jetzt. Das ist doch. Ich jetzt. Naja, gut, ich lasse es jetzt erstmal. Müssen wir demnächst nochmal ein neues bauen. Ich muss ja echt drauf achten, woran man erkennt, wie groß, wie rum das Tor gehört. Auf jeden Fall wird das eine richtig schnieke Garage, wenn es nachher alles fertig ist. Da soll natürlich auch noch ein bisschen Deko und so mit rein. Dort kriegen wir schon hin, das kriegen wir schon hin. Eins nach dem anderen. Ich räume jetzt erstmal schnell mein Inventar leer, deck die Muni und das rein. Dann müssen wir uns so langsam mal fertig machen für die Horde. Wie Zeit, würde ich sagen. Boah, Skillpunkt haben wir sogar auch ein. Warte mal, der soll definitiv in. Wo war das jetzt? Ich wollte doch hier, war das hier? Nein. Spreng, doch war da. Sprengmeister. Ne, ist Sperrmeister, Sprengmeister, da. Genau, jetzt können wir auch endlich mal Stapel an Schießpulver machen. So, warte mal, was habe ich denn jetzt überhaupt alles einstecken? Das hier wohl Messing, ne? Hier, da kommt hier eine mal mit drin. Blei kann gleich hier nebenan rein. Jetzt ist natürlich wieder alles voll gemüllt hier. So, warte mal, den können wir zerlegen. Hier kommen die ganzen Waffenteile rein. Zack. Stein, Zement und das kommt alles hier rein. Plastik und so viel schon nicht hier oben. So. Da kommt denn jetzt das rein. Der Rest kommt schon fast in die Küche, bis auf das Messing. Das Messing kommt hier mit drin. Das ist nur Eisen, ne? Ja. Der kommt hier eigentlich mit rein. Kann man einschmelzen. So, der Rest ist Küche, bis auf Bohrer und das, ne? Na gut, Leder gehört hier noch hin. Leder ist voll. Gut, komm in die Verkaufskiste. So, aber Moment. Erstmal hier Ordnung schaffen. Das kommt dahin, das kommt dahin. Die Waffe kommt wieder nach hier unten. Der kommt nach unten. Bohrer, den brauche ich nun wirklich nicht bei der Horde. Der kommt hier hin. Ah, der kommt hier nicht rein, aber lasse ich erstmal drin. Benzin rein. So, verkauft, verkauft. Rest in die Küche. So. Und mal die Düschen. Sehr schön. Die leeren Gläser und das. Das kommt hier hin. So, Maismehl und das. Das kommt da mit rein. Kaffee hatte ich, glaube ich, hier oben. Yep. Ja, und das Gammelbrot, das hatte ich, glaube ich, nicht im Feuer. Ich wollte den da. Ah, gut. Gammelbrot ist leicht voll. Habe ich die zwei hier mit rein. So. Habe ich zumindest Inventar wieder leer. Gut, denn. Oh, warte mal, denn. Was wollte ich jetzt genau? Eisen. Eisen. Der kommt hier mit drin. Ich die echt genau falsch rum hingebaut. Das ist jetzt ärgerlich mit dem Garagentor. Verkauf, verkauf.
Man sieht aber auch nicht, wenn man das in der Hand hat, in welche Richtung richtig ist. Naja, gut, man kann nicht alles haben. Kriegen wir alles wieder hin, müssen wir eben Neues bauen. Gut, denn es ist zwar noch viel Muni in der Hordenbase, aber Ersthilfe-Kits habe ich, Holz habe ich genug. Zum Reparieren ist alles drüben, Essen habe ich, Antibiotika habe ich. Gut, ich hätte alles, ich brauche nur noch Muni. Gut, dann bereite ich mich jetzt vor, warte die Zeit ab, bis die Horde losgeht. Wir sehen uns dann morgen wieder bei der Horde an Tag 98. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Tschüssi.